Meine Schuhe waren zerrissen, die Naht vorne aufgeplatzt. Damit konnte ich nicht auftreten. Petra hatte in der Zeitung eine Annonce entdeckt, junge Talente gesucht. Der erste Preis, ein Schallplattenvertrag. Torna a Sorrento. Ja. Das ist ein italienisches Lied und mit dem hat irgendwie so ein bisschen alles angefangen. Ne? Mit dem hat der ganze Kokolores angefangen, ja. Das kann man so sagen. Vidi amare quanto bello, spira tanto sentimento. Damit habe ich gewonnen, damit habe ich diesen Schallplattenvertrag gewonnen und dann kam schon Mr. Paul McCartney. 20 Uhr 14 Minuten und 29 Sekunden und das war eine Sendung aus dem Studio 1 der Berliner Union Film von ihrem ZDF. Der Mann, der diesen Satz ins Mikrofon schreit, schafft es, dass Millionen Menschen für ihn und seine Sendung am Samstagabend zu Hause bleiben. An einer Stelle in deinem Hitparaden-Kapitel, ja, da schreibst du... Das hat mir besonderen Spaß gemacht. Ja, das ist klar. Das ist natürlich auch sehr ironisch. Ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und da sagt der Dieter Thomas Heck, du wärst da wohl ein bisschen unsachlich. Das hoffe ich doch sehr, dass ich da unsachlich bin. Ich bin nicht so ernst, wie er glaubt, dass ich bin. In diesem Kapitel. Und Dieter Thomas Heck ist, glaube ich, ein sehr ernsthafter Mensch und das hat er vielleicht zu ernst genommen. Der Heck hat mich immer sehr liebenswürdig angesagt. Ja, ganz liebenswürdiger Papa. Ach. Da habe ich mich auch ja nicht beschwert. Das hat er irgendwie... Hat er falsch verstanden. Ja, mehr lachen. Ja, sollte er vielleicht mal tun. Da gibt es was zu lachen in dem Kapitel. Also wenn man heute, wenn so Shows stattfinden, dann finde ich, sind die Frauen, die sind besser gereift als die Männer. Also mir gefällt das jedenfalls. Ich sehe da manchmal so Leute, so alte Schlager-Opis da rumhängen, die irgendwie mit aller Gewalt versuchen, so auszusehen wie damals und das aber nicht hinkriegen. Sind Frauen stärker, das stärkere Geschlecht im Schlager-Business? Ja, ich musste schon jetzt während deiner Frage ein bisschen schmunzeln, weil das ist das, was ich sagen wollte. Ich wollte es nicht auf dieses Showgeschäft beziehen, sondern allgemein und einfach sagen, Frauen sind einfach die stärkeren Menschen. Obwohl jetzt Männer körperlich viel stärker und größer sind, können sie nicht unbedingt mehr tragen, als es eine Frau kann. Vidi amare quanto bello. Spira tanto sentimento, come tu che tiene mente, cascetato fai suonare. Guarda qua che sto certi.